Heute zeige ich dir anhand eines konkreten Beispiels, wie der Immobilienmarkt in einem von mir favorisierten Standorten in Spanien aussieht. In diesem Video da oben habe ich ja schon einen Geheimtipp gegeben über eine Stadt, Castellón de la Plana, die ich aus Investorensicht für einen sehr attraktiven Standort halte. Und in diesem Video möchte ich jetzt mal gucken, ja, was für Objekte gibt es denn da eigentlich? Und was kann man denn da mit an Mieteinnahmen erzielen? Welche Renditen sind realistischerweise erzielbar? Darauf gehe ich im Detail in diesem Video ein. Also bleibt dran! Also wir sind in Castellón de la Plana und ich habe jetzt hier ein Objekt rausgesucht. Für unter 50.000 Euro kannst du hier eine Wohnung erwerben und ich möchte dir in diesem Video zeigen, anhand eines Rechners, was du für Mietrenditen erzielen könntest mit einem vergleichbaren Objekt in Castellón de la Plana. Also fangen wir an. Hier, das ist die Wohnung. Wie gesagt, Kaufpreis 43.000 Euro, 85 Quadratmeter groß, 4 Zimmer, 4. OG ohne Aufzug. Wir gehen mal die Bilder durch und dann sage ich dir mal, was ich da an Schönheitsmaßnahmen machen würde, um das Ganze ein bisschen aufzuhübschen. Die Prämisse ist klar, es geht jetzt hier um ein reines Kapitalanlageobjekt, also nicht zur Selbstnutzung. Deswegen schauen wir es uns mit der Brille eines Investors an und sehen erstmal hier, der Boden ist alt, hässlich, Fenster sind alt, Holzfenster, wahrscheinlich Einfachverglasung, da wir ziehen an allen Ecken und Enden. Also hier ist ganz klar, die Fenster müssen erneuert werden und den Boden würde ich einfach in Laminat drüber legen, in Parkettoptik. Das macht das hübsch das Ganze auf und macht einfach viel mehr her. Hier noch ein anderer Blickwinkel des Wohnzimmers. Küche, auch hier ganz klar, die muss aktualisiert werden. Alte Küche raus, vielleicht einfach eine IKEA-Küche rein, auch hier den Boden nochmal neu verlegen oder halt mit irgendwas, irgendwelchen Fliesen drüber, dass das Ganze einfach schöner aussieht. Gut ist hier aber, dass hier zum Beispiel auch diese Waschmaschine reinpasst. Also hier ist dann wohl eben auch ein Waschmaschinenanschluss. Das scheint es auch schon so eine Größe zu haben, wo wirklich die wesentlichsten Elektrogeräte reinpassen, schon mal gut. Weiter geht's, anderer Blickwinkel nochmal von der Küche, da geht es wohl zu so einer Art Galerie, Galeria heißt es meistens in Spanien, zu so einer Art Gang nochmal raus und ein kleiner Innenbalkon wahrscheinlich, ja hier, muss mal gucken, warum die hier solche grünen Fetzen hingehängt haben, ja, wahrscheinlich ist unten hinten dran der Lichtschacht und direkt nebendran das Nachbargebäude, aber auch hier wieder sieht man die Fenster, die müssen erneuert werden, die sind zu alt. Ein Zimmer, auch hier genau das gleiche mit dem Boden. Wieder Fenster, Boden, Bad auch unbedingt aktualisieren. Da müssten wir alles rausmachen und nochmal ein neues, ordentliches Bad reinmachen. Genau das gleiche hier nochmal mit dem Boden. Also, Fahrplan steht fest. Man müsste ein bisschen Geld reinstecken, um den Boden zu erneuern, Fenster austauschen, Bad und Küche neu. Elektrischen Leitungen, Wasserleitungen müssen wir sich vor Ort angucken, was da gemacht werden muss. Genau, aber in Castellón de la Plana, habe ich ja in meinem anderen Video auch schon gesagt, empfehlenswerte Vermietungsmodelle wären eben eine dauerhafte Vermietung an ein Pärchen, Einzelpersonen, Familien, also mit dem ganz normalen Mietvertrag oder WG-Vermietung. Diese Gegend hier ist ja so eine Estación Universidad, ist insofern attraktiv, weil wir gucken uns den Stadtplan mal an. Hier ist die Zugstation der Bahnhof Castelló, also der zentrale Bahnhof, wo genau das Objekt liegt, sieht man nicht, aber es wird auf jeden Fall in dieser Zona Universitat, diesem Stadtteil eben liegen, den ich für einen guten Standort halte, innerhalb von Castellón de la Plana. In der Nähe hat man diesen Park. Man sieht es jetzt hier leider nicht, aber es liegt auch ganz in der Nähe von einem großen Einkaufszentrum in Spanien, das heißt Corte Inglés. Das siehst du, hast du schon wahrscheinlich in ganz vielen spanischen Städten gesehen. Das ist eine Kaufhauskette, eine sehr große, und die ist eben immer an Standorten, die
sehr gut angebunden und interessant oder halt sehr zentral auch sind von den Städten jeweils. Ne? Deswegen ist es immer ein guter Indikator für dich und genau das erfüllt eben dieser Stadtteil. Und natürlich, wie der Name schon sagt, Universidad, es befindet sich auch in der Nähe einer Universität, sodass du hier natürlich wieder dein Mietprofil WG, Studenten und für WG-Vermietung ganz gut abgedeckt hast, weil die natürlich universitätsnah gerne wohnen. Aber was kannst du denn jetzt für Mieteinnahmen erwarten? Ich möchte dir erstmal anhand von meinem Rechner zeigen, was man hier gegebenenfalls rausholen könnte. Und legen wir los. So, hier habe ich jetzt den Rechner. Das ist jetzt ein Rechner, den ich bisher mal verwendet habe. Ich habe aber einen neuen Rechner erstellt und habe vor kurzem mein Buch fertig geschrieben. Da geht es um das 1x1 des Immobilienkaufs in Spanien als Kapitalanlage. Also sobald es raus ist, gebe ich dir Bescheid. Und da kriegst du auf jeden Fall auch den Excel-Rechner dazu, den Renditerechner. Jetzt gehen wir erstmal noch mit dem Renditerechner dieses Objekt durch. Dann hast du schon mal alle wichtigen Informationen trotzdem. Also hier diese gelb hinterlegten muss man eben selbst ausfüllen mit den jeweiligen Angaben des Objekts. Wir haben ja gesagt, 85 Quadratmeter ist groß, Kaufpreis 43.000, Kaufnebenkosten habe ich mit ungefähr 1,5 insgesamt veranschlagt, also Notar, Eintragung, Grundbuch. Grunderwerbsteuer in Valencia sind 10% und mit Renovierungskosten habe ich jetzt mal 15.000 angesetzt für diese Maßnahmen, die ich vorhin gesagt habe. Wären wir beim Kaufpreis von knapp 63.000 inklusive Kaufnebenkosten, inklusive Renovierung. Ich weiß, viele von euch sind handwerklich sehr begabt und machen viele Renovierungsmaßnahmen auch selbst, sodass das Ganze sich natürlich nochmal nach unten, die Kosten sich nochmal gedrückt werden können. Aber was kommt denn jetzt für Kosten auf dich zu bei so einer Mietwohnung? Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal von einer dauerhaften Vermietung aus oder als WG. In beiden Fällen sind Kosten wie Internet, Agentur, Check-in, Check-out, die ist alles nur bei Ferienvermietungen anfallen, natürlich hier hinfällig. Wasser, Strom wird auch übernommen von den Mietern. Kosten, die in der Regel von dir als Vermieter übernommen werden, wären zum Beispiel die Hausverwaltung. Die muss im konkreten Fall fragen, wie hoch die sind. Aber hier bin ich jetzt mal von 30 Euro im Monat ausgegangen. Grundsteuer, Müllgebühren. Habe ich jetzt auch, musst du auch nach dem Grundsteuerbescheid fragen. Ich gehe jetzt mal von 280 Euro im Jahr aus. Wasser, Kleinreparaturen könntest du theoretisch noch berücksichtigen für dich. Ansonsten kann man auch eine Kleinreparaturklausel in den Mietvertrag einfügen, sodass auch der Mieter einiges übernehmen muss. Versicherung des Gebäudes, der Wohnung an sich, habe ich mit 300 Euro im Jahr angesetzt. Und eine Mietausfallversicherung würde ich dir bei diesen längerfristigen Vermietungen empfehlen. Gerade wenn, also bei WG-Vermietungen ist es nicht möglich, aber bei längerfristigen Vermietungen, jetzt an ein Pärchen oder eine Familie zum Beispiel, kannst du das abschließen. Ich habe es mit 3% der Jahresnetto-Mieteinnahmen angesetzt. Dann wären wir bei Kosten im Jahr von 1.160 Euro. Jetzt, demgegenüber sind die Mieteinnahmen zu stellen. Was kann man denn verlangen für eine solche Wohnung in Castellón in diesem Stadtteil? Ich habe mal geschaut ich habe mir verschiedene Berichte angeguckt von der Wertentwicklung, von der Preisentwicklung an Mietpreisen in dieser Gegend und letzter Stand war, in dieser Gegend Mietwohnung wird für 7,20 Euro vermietet der Quadratmeter. Ich habe aber auch nochmal eine andere Kontrolle gemacht und geschaut bei Idealista, was denn gerade so für Objekte an Mietobjekten in dieser Gegend, die vergleichbar sind, verlangt wird. Ja? Bei 7,20 Euro wären wir nämlich bei 612 Euro im Monat. Vergleichbare Objekte, die aktuell aber angeboten werden, liegen bei zwischen 550 und 850 Euro. Da muss man jetzt bedenken, wir haben ja hier ein Objekt, das sich im vierten OG ohne Aufzug befindet. Und das ist natürlich, gerade wenn man es jetzt an Familien vermietet, vielleicht nicht ein attraktives Objekt. Denn wenn die kleine Kinder haben, weiß jeder Mama, jeder Papa, dass so viele Stufen nicht gut sind. Erst recht, wenn man halt voll beladen ist mit Kinderwagen etc. Deswegen ist das eher kein Profil, das man damit anzieht, sondern halt wahrscheinlich eher Pärchen, jüngere Leute, die mit diesen vier Stockwerken zu Fuß kein Problem haben. Auch Studenten haben da in der Regel auch keine Probleme mit. Aber man muss es berücksichtigen, was man letztendlich an Miete verlangen kann. Ja, jetzt habe ich mal geschaut hier. Wie gesagt, in dieser Gegend genau.
Und wir sind jetzt hier und habe zwischen 550 und 800 alles Mögliche gefunden. Ich muss dazu sagen, ich habe es hier auch gedeckelt, ja, der besseren Übersichtlichkeit. Kannst es hier aber natürlich nochmal rausmachen und dann schauen, was da ausgespuckt wird. Naja, jetzt funktioniert es nicht, aber das machst du einfach selber dann. Für mich war einfach wichtig zu wissen, was ist denn der niedrigste Preis, der angeboten wird, der verlangt wird für eine Miete. Und das waren 550 € und habe geguckt, okay, was ist für ein Objekt? Ach, schau mal, von der Größe ungefähr gleich. Auch ein oberes Stockwerk, also drittes OG in dem Fall, ohne Aufzug. Weil alle anderen, die du hier siehst, sind teilweise sogar ein bisschen größer und haben alle Aufzug. Und die befinden sich teilweise im fünften, im dritten, im sechsten OG. Deswegen ist natürlich auch der Mietpreis hier ein bisschen höher und gerechtfertigt. Und für meine Berechnungen, ich bin ja immer sehr konservativ, was die Berechnungen angeht, bin ich deswegen von diesem Vergleichsobjekt ausgegangen und habe gesagt, okay, für dieses Objekt könnte man 550 € verlangen an Miete im Monat. Also, was kam dann raus? Gehen wir wieder zurück. Genau, wenn ich jetzt eben nicht den Durchschnittswert von 7,20 € ansetze der Quadratmeter, sondern von 550 € im Monat, bin ich bei 6.600 Mieteinnahmen im Jahr. Abzüglich der Kosten habe ich einen Überschuss von 5.462, was eine Rendite, Netto-Mietrendite von 8,68% ausmacht. Unter Berücksichtigung eben, dass so die Kaufnebenkosten mit drin sind, plus deine Renovierungskosten. Ja, also schon mal eine interessante Zahl. Das wäre jetzt zum Beispiel, wie gesagt, eine längerfristige Vermietung. Wenn du jetzt aber sagst, nee, ich habe hier vier Zimmer, die sind in der Nähe von der Universität, an WG könnte ich die vermieten, schaust du dir die Mietpreise für WG-Zimmer an und da hab ich eine Suche gemacht und in dieser Gegend in Castellón wird aktuell zwischen 180 € und 320 €, glaube ich, war alles dabei. Wenn wir jetzt mal so einen Mittelwert nehmen von 200 €, sind wir, glaube ich, relativ gut dabei. Und zwar in der untersten Preisklasse. Und dann, wenn wir jetzt vier Zimmer haben und für jedes Zimmer 220 € bekommen, wären wir bei 14,78%. Ja. In der Anzeige steht ja drin vier Zimmer. Das heißt normalerweise vier Schlafzimmer plus Wohnzimmer extra. Ja, auf den Bildern habe ich aber das vierte Schlafzimmer nicht gefunden. Entweder das gibt es nicht, das heißt, die haben das Wohnzimmer mitgerechnet, oder es ist einfach kein Bild vorhanden. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es nur drei effektive Schlafzimmer hat. Wären wir bei 3 mal 220 € und dann wären wir immer noch bei 10,71. Dieses Objekt ist nicht das einzige, das es dort gibt auf dem Immobilienmarkt. Also es ist auch tatsächlich keine Ausnahme. Interessant fand ich wirklich, dass es viele günstige Objekte gibt, die auch teilweise sehr groß sind, ja, mehrere Zimmer haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen näheren Blick auf Castellón de la Plana zu werfen und dir einfach mal ein eigenes Bild zu machen von diesem Standort. Wenn du Unterstützung brauchst bei der Auswahl einer Immobilie, beim Kauf, bei den Verträgen, bei allem, was damit zusammenhängt, dann melde dich gerne bei mir. Ich helfe dir nämlich und von Anfang bis Ende bin ich an deiner Seite.